Genau, und dann kommen wir schon zur Vorstellung der Kandidaten. Wir dürfen sie namentlich kurz vorstellen und bitten dann jeweils um eine Vorstellung von 1,5 Minuten. Wir sind streng, weil wir sind Politiker und wir wissen, dass man, wenn man das Mikrofon hat, gerne lang redet. Also wir stoppen mit. Anfangen darf ich mit dem Marcel Gravagna von der Aktionsgemeinschaft. Ja, kurzes Hallo, zeige dich, winke. Ja, hallo, mein Name ist Marcel Gravagna, ich bin 20 Jahre alt, studiere Rechtswissenschaften und trete als Spitzenkandidat der Aktionsgemeinschaft Salzburg an. Für uns als Aktionsgemeinschaft ist es ganz, ganz wichtig, dass Studierende und sein Interesse im Mittelpunkt stehen. Deswegen haben wir, wie hoffentlich auch gesehen habt, auf den Universitäten unsere Forderungen, unsere 4 großen Forderungen auch plakatiert. Sei es der öffentliche Verkehr mit der Student Card, die momentan ganz publik ist, sei es Digitalisierung, Flexibilisierung, aber auch andere Themen wie die Wohnungsnot gehen an uns nicht spurlos vorbei. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass diese Themen angesprochen werden, dass diese Themen laut deponiert werden und auch, dass ihr Studierenden wisst, für was wir stehen, hinter was wir stehen und was wir für euch erreichen möchten. Ich hoffe, dass ihr zur ÖH-Wahl gehen werdet, das ist eine wichtige Wahl. Und jetzt schon mal wünsche ich einen schönen Abend und hoffentlich eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Das war zeitlich schon mal gut, also du hättest noch 40 Sekunden gehabt. Wir machen weiter mit Hanne Armagan vom VSSDÖ. Bitte sehr. Ja, hallo liebe Mitstudierende, ich bin die Hanne Armagan, wie schon gesagt. Ich studiere Rechtswissenschaften im 6. Semester und bin seit ca. 2 Jahren Aktivistin im VSSDÖ Salzburg. Und also ich wünsche uns mal einen schönen Abend so vorerst. Und möchte kurz auf unsere Forderungen eingehen, wenn ich das auch darf. Habe ich genug Zeit? Okay. Also unsere Forderungen wären, also unsere Hauptforderungen für Salzburg wären die Beihilfen, also dass wir setzen uns für ein Teilzeitstudium ein, dass wir das einführen lassen können, also auch auf der Bundesebene die Uni zu beleben und dass wir nicht hier in der Uni sitzen und nur ECTS-Punkte sammeln, sondern auch Veranstaltungen außerhalb der Lehrveranstaltungen gibt, sage ich mal so, und das, also die Vereinbarkeit von Arbeit, Studium und auch natürlich Freizeit und auch der Familie kommt natürlich individuell auf die Studierenden an. Ja, das wäre es von mir. Das geht ja wunderbar. Also mehr Zeitdisziplin, wie wir meistens haben. Von der Gras darf ich die Kea Bayer begrüßen und bitte auch kurz um das Eingangsstatement. Ja, hallo zusammen. Ich bin, wie gesagt, die Kea Bayer von der Gras Salzburg. Wir sind die grünen und alternativen StudentInnen. Das bedeutet, wir sind eine basisdemokratische, feministische, ökologische und solidarische Fraktion für die Univertretung. Gemeinsam mit dem Marvin Bergauer, der sitzt dort vorne, bilde ich die Doppelspitze der Gras Salzburg für diese ÖH-Wahlen. Unsere Vision für die Univertretung ist es, ein freies, selbstbestimmtes Studium für alle zu garantieren, dass auch an der Uni konsequenter Klimaschutz betrieben werden kann und dass das Leben aller Studierenden in Salzburg in vielen verschiedenen Bereichen verbessert werden kann, denn dort gibt es viele, viele Möglichkeiten. Die konkreten Forderungen, was genau wir dabei erreichen wollen, das werdet ihr sowieso in der Diskussion später alles noch hören. Wir als Gras sind ein motiviertes, engagiertes und ganz großartiges Team und wir sind seit über 4 Wochen unterwegs und haben extrem viele Studis in Salzburg mobilisiert, dass sie zur Wahl gehen, dass sie ihre Stimme und ihre demokratische Partizipationsmöglichkeiten nutzen. Ich freue mich sehr darauf, mit diesem Team und auch mit all den anderen Fraktionen in der Univertretung später gute Arbeit zu machen. Dankeschön. Dann von den Junos-Studierenden Max Bacher, bitte. Hallo zusammen, ich bin der Bacher Max, ich komme aus dem Lungau, es ist fast wie ein Witz, der Liberale aus dem Lungau. Bin 25 Jahre alt, studiere jetzt Politikwissenschaften im Master und ich denke, was uns Juno-Studierenden ausmacht, ist, dass wir bereit sind, auf unbequeme Probleme auch Lösungen zu finden, die vielleicht nicht angenehm sind, die aber notwendig sind, die funktionieren. Das sieht man bei uns im Bund im Bereich der nachgelagerten Studiengebühren und das sieht man bei uns im Land Salzburg, an der Universität Salzburg, daran, dass wir die einzige Fraktion sind, die so weit gehen und sagen, die Uni-Zeitung, die ÖH-Presse ist gescheitert, die funktioniert nicht, die ist ideologisch geprägt, schaffen wir
die komplett ab und sparen uns das Geld ein und investieren es in andere Bereiche. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit den anderen Spitzenkandidaten und bedanke mich auch dafür, dass ihr heute gekommen seid, alle miteinander. Fortfahren darf ich mit Dominik Enthammer vom RFS. Vielen Dank. Mein Name ist Dominik Enthammer, bin 26 Jahre alt, studiere Rechtswissenschaften und Politikwissenschaften und wir als RFS stehen natürlich dafür ein, dass wieder tatsächliche Studentenpolitik betrieben wird, also beispielsweise natürlich die Digitalisierung an der Universität vorangetrieben wird, Beruf und Studium eben wieder vereinbar gemacht wird, weiters für höhere Studienbeihilfen und dafür, dass auch die ÖH mehr kontrolliert wird und die Gelder, die verbraucht werden, wieder offengelegt werden und auch ersichtlich ist, für welche Themenbereiche dies eingesetzt wird. Vielen Dank und freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, und last but not least, Raffaela Meyer von Lux. Ja, hallo, ich bin die Raffaela Meyer von der Lux. Wir sind die Liste unabhängiger und kritischer Studierender und dafür stehen wir auch ein. Wir sind die einzige Liste, die zur Wahl antritt, die keine Partei im Hintergrund hat und damit auch keine Parteienfinanzierung oder von Großspenden sich finanziert. Alle bei uns auf der Liste sind aktive Mitglieder in STVen oder in der Berufungskommission oder in Curriculumskommissionen, auch in den FVen aktiv. Und das ist uns eigentlich das größte Anliegen, dass wir eben die unterschiedlichen Facetten der ÖH eigentlich in allen Bereichen kennen und deshalb kritisch und unabhängig eben in der ÖH aktiv arbeiten wollen, ohne Angst haben zu müssen, politische Karrieren zu gefährden. Also genau. Vielen Dank. Damit ein bisschen Schwung in die Diskussion kommt, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt jeder Fraktion eine sehr kritische Frage stellen, was auch untermauern soll, dass wir keinerlei Nähe jetzt zu irgendeiner Fraktion haben oder irgendwen bevorzugen oder benachteiligen. Die kennen wollen. Sie natürlich auch noch nicht, weil es jetzt im Vorhinein schon das Gerücht gegeben hätte, wir hätten uns nahe Studenten die Fragen gegeben, die sind vor einer Stunde entstanden, deswegen kennen Sie nur wir zwei. Genau. Und ich würde mit der Aktionsgemeinschaft starten. Der Fabian Richter, Mitglied des AG-Bundesvorstands, soll kürzlich in einem Gespräch gesagt haben, dass mit der Bundesregierung paktiert sei, dass die ÖH-Bundesvertretung abgeschafft wird, sollte die Aktionsgemeinschaft diesmal wieder nicht in die Exekutive kommen. Da wäre meine Frage, ist die AG wirklich so machtversessen? Also ich kenne dieses Zitat von Fabian natürlich und wir haben uns auch ganz klar, wie wir es erfahren haben, dieses Interview, also das mitgeschnitten worden ist, illegalerweise, haben wir natürlich auch ganz klar davon distanziert. Es war nicht das einzige Interview in der letzten Zeit, das bekannt worden ist auf solche Art und Weise. Schade. Die Sache ist die, wir sind ganz klar für eine starke ÖH, für eine starke Vertretung, weil die ÖH macht auf Bundesebene und auch auf UV-Ebene ganz wichtige Sachen. Sie ist Brückenbauer und Sprachrohr der Studierenden. Und auch unser Konstantin hat es erst vor kurzem als Experte im Salzburger Landtag gesagt. Er hat sich da ganz, ganz definitiv und stark dafür eingesetzt, dass die ÖH gestärkt wird, dass es ein starkes Sprachrohr ist, dass auch die ÖH unabhängig bleibt und sich selbst finanziert durch diese ÖH-Beiträge. Also ich kann diese Aussage ganz klar zurückweisen. Ich weiß nicht, woher das hat. Also es ist uns nicht bekannt und macht das erst, sind wir es recht nicht. Vielen Dank für die klare Antwort. Ihr seht, es wird schon ein bisschen spannender. Die nächste Frage geht an den VSSTÖ. Die Abkürzung VSSTÖ steht ja bundesweit für Verband Sozialistischer Studentinnen Österreichs. In Salzburg lautet die Langbezeichnung, die dann auch am Stimmzettel steht, Liste sozialer und progressiver Studierender. Hat der Sozialismus für den Salzburger VSSTÖ ausgedient? Also nein, eigentlich nicht. Wir nennen uns Liste sozialer und progressiver Studierender, weil wir denken, dass es einfach besser ist. Also das ist jetzt eine blöde Argumentation, aber wir haben unsere Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität und dahinter stehen wir. Wir sind parteiunabhängig, also inhaltlich unabhängig und deshalb haben wir uns entschieden, diesen Namen uns zu vergeben. Kurz gesagt und erklärt. Thank you.
Aktuell sind ja alle Fraktionen im Wahlkampf unterwegs und die GRAS hat vor gut einer Woche unter dem Titel Menstruation ist kein Luxus Gratis-Tampons und Slip-Anlagen verteilt. Und da meine Frage, ist das wirklich das größte Problem der Uni und der Studierenden? Nein, natürlich absolut nicht. Also wie ich im Eingangsstatement erwähnt habe, wir sind eine feministische Organisation und wir setzen uns dafür ein, dass es keine systematische Diskriminierung von Frauen gibt. Dabei ist es ganz wichtig, dass Frauen auch in diesem Bereich unterstützt werden, dass zum Beispiel diese 20-prozentige Steuer von Frauenhygieneartikeln abgeschafft wird. Und darauf wollten wir hinweisen. Natürlich gibt es auch viele weitere objektive Problematiken für Studierende und die sprechen wir ganz aktiv an. Also wer unser Wahlprogramm gelesen hat, wer unsere Videos, unseren generellen Social-Media-Auftritt verfolgt hat, der weiß oder der und die weiß, wie sehr wir andere Problematiken ansprechen. Wir wissen, dass es zum Beispiel in Salzburg eine extreme Wohnungsnot gibt unter Studierenden. Wir wissen, dass es in Salzburg kaum möglich ist, Arbeit und Studium zu vereinen, weil es zu wenig Toleranzsemester gibt. Es gibt extrem viele objektive Problematiken. Und dennoch ist auch die systematische Benachteiligung von Frauen eine davon. Und darauf wollten wir hinweisen. Die Juno-Studierenden sprechen sich in Salzburg dafür aus, eine moderne Universität zu wollen oder zu machen. Auf der Liste der Juno-Studierenden in Salzburg finden sich aber 6 Männer und nur eine Frau. Wie modern ist das? Also ganz grundsätzlich würde ich mal sagen, bei uns sind natürlich sowohl Männer als auch Frauen willkommen, das ist ganz klar. Und ich hoffe, ganz unabhängig vom Geschlecht, dass bei uns die kompetentesten Leute möglichst hoch auf der Liste oben stehen. Deswegen habe ich auch die Maxi auf Listenplatz 2, weil ich ganz genau weiß, dass sie extrem kompetent in vielen Bereichen ist. Eine moderne Uni lässt sich dadurch aber nicht nur dadurch definieren, würde ich sagen. Es kommt auf ganz viele andere Bereiche an, auf Ansichtsweisen, auf das, was in den Universitäten gelehrt wird und darauf, wie diese Inhalte transportiert werden. Ich würde das jetzt nicht auf dieses Thema reduzieren. An den RFS, der letzte Eindruck auf eurer Homepage, also auf der Seite Salzburg beim RFS, wenn man dort nachschaut, ist der letzte Beitrag am 21. Dezember 2015. Da wäre meine Frage, hat man seither zum Wohle der Studierenden nichts mehr gearbeitet? Die Frage, die kann ich ganz, ganz klar beantworten. Also das mit 2015 kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir haben alleine in der letzten Woche... Konrad Lore. Der letzte Beitrag stammt aus der letzten Woche. Also wie gesagt, ich habe vorher gegoogelt und das war das, was mir als erstes da untergekommen ist. Das kann ich nur dementieren. Also wir sind auch auf Facebook aktiv. Wie gesagt, auf der Homepage war der letzte Beitrag. Die Homepage ist ganz wichtig, gibt es auf rfs.at. Die RFS Salzburg-Seite ist nicht mehr aktuell. Okay. Liebe Raffaela, du hast das zu Beginn gerade angesprochen und ihr behauptet es auch auf der Homepage, und zwar, dass Lux eine von Parteien, Firmen und Großsponsoren unabhängige Liste ist. Meine Frage jetzt, wer finanziert euren Wahlkampf? Gibt es in irgendeiner Art und Weise organisatorische oder personelle Unterstützung bestimmter Parteien? Also wir bekommen kein Geld von Parteien. Wir finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge. Das sieht so aus, dass momentan jedes Mitglied, das bei uns auf der Liste steht, 20 Euro Semesterbeitrag gezahlt hat. Davon haben wir den kompletten Wahlkampf bisher finanziert. Das ist auch unsere einzige Geldquelle. Also wir wollen und auch solidiert, also unabhängig bleiben. Die Frage ist, bezieht sich, was in den letzten Wochen sehr oft aufgekommen ist, ist die Verbindung zu Kai Danke. Dazu gilt zu sagen, nein, der arbeitet bei uns nicht mit. Allerdings kennen wir ihn, weil er auch Vorsitz von 2 STVen ist. Er hat allerdings keinerlei Einfluss auf unsere Liste, weder auf unseren Inhalt noch auf unseren Plan of Action. Wir stehen unabhängig von jeder Partei. Genau.
Dann darf ich kurz nachfragen, warum sich dann auf der Rückseite eurer Plakatständer Hammer und Sichel findet und ob das vielleicht doch etwas mit der KPÖ zu tun hat? Also nein und ja. Also die auf unserer Liste steht halt jemand drauf, der halt eben auch Kontakt zu jemandem hat, der in der KPÖ uns diese Ständer leihen konnte. Das handelt sich dabei um 15 Plakatständer, für die wir allerdings nicht bezahlt haben, die wir auch nicht gekauft haben, wo keinerlei Verbindung steht. Die wurden uns lediglich zur Verfügung gestellt. Genau, die befinden sich nicht in unserem Besitz oder irgendwas dergleichen. Also doch eine kleine Sachspende, also es waren ja schon ganz aufschlussreiche Antworten jetzt in der ersten Runde. Gehen wir zur Salzburger Unipolitik. Da wäre die Frage jetzt, was konnte deine Fraktion in den letzten beiden Jahren erreichen? Und dann ganz kurz in je einem Wort, was sind eure drei wichtigsten Ziele? Moment, für jedes Ziel ein Wort oder für drei Ziele ein Wort? Für jedes Ziel okay, ein danke. Wort, ja. Das macht es leichter. Wer mag beginnen? Ja, los geht's. Freiwillige vor. Ich würde das den Exekutivparteien vielleicht übergeben, weil das sind die Parteien, die in den letzten zwei Jahren die meiste Verantwortung hatten. Ja. Bitte. Okay, passt. Dann fange ich an. Also wie die meisten wahrscheinlich von euch wissen, wird der Vorsitz der ÖH derzeit von Wiebke Fischbach und Felix Klein gestellt. Beide sind Mitglieder der Gras Salzburg. Und Alex Schleier. Und Alex Schleier, ganz richtig, vom VSSDÖ. Und in den letzten zwei Jahren ist sehr, sehr viel passiert in der ÖH und die Gras hat sich sehr aktiv einbringen können. Es wurden viele, viele interne Dinge vor allem verbessert. Es wurde das Portal Meine ÖH aufgebaut, durch das die Arbeit in den einzelnen STV und auch in der ÖH selbst deutlich effizienter und effektiver laufen kann. Das macht die ganze Unipolitik für alle Beteiligten einfacher. Es hat viele Verbesserungen auch für uns Studierende gegeben. Zum Beispiel wurde erreicht endlich, dass die Bibliotheken länger offen bleiben, was uns allen mehr Möglichkeiten gibt, freier und selbstbestimmter zu lernen. Und das ist in meinen Augen extrem wichtig. Dazu kommt noch, dass das Beratungszentrum als Anlaufstelle für alle Studierenden super läuft, was sicherlich auch durch den Vorsitz unterstützt wurde, was sicherlich auch durch den Vorsitz so vorangebracht wurde. Und generell alle internen Strukturen wurden durch den Vorsitz der GRAS verbessert und laufen dann effizienter. Und für unsere Vision in der UV, beziehungsweise unsere drei Ziele, sind ganz klar Klimaschutz, Selbstbestimmung und Präsenz. Hast du eine Punktlandung? Super. Darf ich dazu kurze Frage stellen? Fragen kann man noch. Du kannst das gerne in deine Wortmeldung einbauen. Okay. Darf ich gleich weitermachen? Also für uns vermutlich der größte Meilenstein, auch der größte Meilenstein der letzten Jahre, war sicherlich das Studententicket, was erst vor kurzem jetzt bekannt worden ist. Es gibt jetzt für Studierende die Möglichkeit, um 150 Euro pro Semester das komplette Bundesland 24/7 mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln verkehrsfrei zu genießen. Das heißt, für weniger als 84 Cent pro Tag. 84 Cent pro Tag für grenzenlose Mobilität. Das war sicherlich unser größter Meilenstein der letzten Zeit. Und was uns ganz am Herzen liegt, auch unter anderem, ist drei Bereiche. Digital. Wir wollen eine digitalere Uni. Das haben wir auch in der letzten Zeit schon beworben. Wir haben auch unsere Forderungen dazu gestellt. Wir haben auch versucht, flexibler zu werden, als Aktionsgemeinschaft flexibler zu werden für euch Studierende, aber auch serviceorientiert durch verschiedenste Stände. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war in der letzten Zeit. Erst vor kurzem unsere Weißwurstparty draußen vom Unipark, wo wir wirklich auf euch zugegangen sind und flexibel auf euch eingehen möchten. Danke sehr. Wer mag als nächstes? Dann mache ich weiter, wenn das in Ordnung ist. Dürft ihr? Okay. Entschuldigung. Ladies first. Es ist schon okay. Na, bitte, bitte, bitte. Okay, gut, dann mache ich weiter. Also ich würde sagen, starten wir mal damit, was wir in der ÖH-Exekutive gemacht haben. Es ist so, dass wir das Projekt gehabt haben, meine ÖH-Salzburg.at, damit die ÖH intern gut funktioniert. Man kann Online-Buchungsanträge machen, also Studienvertreterinnen können, haben einen direkten Zugriff, Administrationsrechte und da läuft alles glatter, sage ich mal so, und unkomplizierter.
Also kein Zettelwerk mehr, alles digital. Stichwort Digitalisierung. Wir setzen uns auch für die Digitalisierung in den nächsten 2 Jahren, auch jetzt in den letzten Jahren in der ÖH, Digitalisierung an den Unis eben ein. Das heißt, dass die Professoren Stimmen aufnehmen, streamen können und dass man daheim auch die Vorlesungen nochmal anschauen kann. Und was gibt es noch, was wir gemacht haben? Juristische Strukturarbeit in der Gebarungsordnung, also in der Finanzgebarungsordnung der ÖH und auch in den Antragsrichtlinien von den ÖH-Stipendien, aber auch, was finde ich extrem wichtig ist, Schulungen und Weiterbildungen von den Studienvertreterinnen, weil sie direkt mit euch arbeiten, sie arbeiten mit den Studierenden und das sind die ersten Ansprechpersonen sozusagen bei euch an der Uni. Und sonst auch kann man Fahrtkostenunterstützungen und alles Mögliche auch, also alles, was die Studierenden angeht, also auch so Sozialstipendien über das Online-System machen. Und das war ein 2-Jahres-Projekt, hat sehr lange gedauert und sehr viel Arbeit hat man da hineingesteckt. Deshalb bin ich ganz stolz darauf, das so sagen zu können. Langsam zum Ende kommen, die 3 Worte fehlen noch. Die 3 Worte, das habe ich am Ziele Anfang, in einem Wort. Ja, am Anfang schon gesagt, steht auch überall bei uns an den Unis, Beihilfen, Uni-Beleben und Vereinbarkeit von Arbeit und Studium. Waren ein bisschen mehr als 3 Worte. Ja, aber das sind unsere 3 Forderungen in Salzburg. Ja. Okay. Gut, dann mache ich weiter. Die Frage, die ich vorher einwerfen wollte, es überrascht mich, dass die IKEA dieses Portal gebracht hat, weil ich war irgendwie der Meinung, das war vor allem ein Herzensprojekt von Alexander Schleier, ist das richtig? Das bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das habe ich so gehört. Es ist trotzdem ein gemeinsames Projekt gewesen, was gemeinsam umgesetzt worden ist. Natürlich, aber die ganze Arbeit, die ich mitgekriegt habe. Ihr nehmt dem Max die Redezeit weg. Du musst jetzt streng sein. Dann sage ich das später. Okay. Aber gut, ist jetzt nicht relevant. Ganz grundsätzlich, wir sind natürlich nachdem wir nur ein UV-Mandat haben, eine relativ kleine Fraktion. Unser Einfluss ist damit auch relativ begrenzt. Aber wenn wir eines erreicht haben, was ich schon auch bis zu einem gewissen Grad auf unsere Kappe schreibe, ist, dass wir in den letzten Monaten uns immer wieder mit der Landesrätin Andrea Klambauer getroffen haben. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt geplant ist, 2 neue Studentenwohnheime. Und ich glaube, das ist eine große Verbesserung für die Studierenden. Und ich denke mir, das wird vielen Studenten sehr helfen. Was sind unsere Pläne für die nächste Legislaturperiode in 3 Worten? Ist ein bisschen schwierig. Sparsamkeit, Modernisierung und Verantwortungsbewusstsein. Danke sehr. Wer hat noch nicht? Ich von der Lux. Uns gibt es jetzt seit diesem Jahr. Das heißt, in den letzten 2 Jahren haben wir in der Exekutive nichts getan. Offensichtlich. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich sehr viele Ziele und Forderungen. Also wir wollen auch in der Zukunft natürlich dafür sorgen, dass natürlich sich zum Beispiel dieses Chaos im Lehramtsstudiengang ein bisschen aufdröselt und daran gearbeitet wird, dass es endlich möglich ist, an jedem Standort günstig Mittag zu essen, dass auch die BIP-Öffnungszeiten flexibler werden. Diese Art von Forderungen stellen wir und dafür haben wir auch realistische Pläne, die man auch umsetzen kann. Was uns ein hohes Anliegen ist, ist eben die Umsetzbarkeit von den Forderungen. Wenn ich jetzt zu den 3 Schlagwörtern kommen muss, dann würde ich da einerseits natürlich die 24/7-Lehrräume ansprechen, die STV-Stärkung und natürlich selbstverständlich die Digitalisierung, die sehr dringend notwendig ist. Okay, auch 3 lange Worte. Der RFS macht den Abschluss. Wir sind weder in der Exekutive noch in der Opposition vertreten, aber nichtsdestotrotz haben wir eben über auch sehr gute Kontakte in die Politik für die Studierenden was erreicht. Unter anderem wurde das Uni-Budget stark erhöht. Weiters haben wir in der ÖH-Bundesvertretung erreicht, dass auch die Gelder offengelegt werden
also welche für die Themenbereiche ausgegeben werden. Zu den drei Schlagworten gibt es bei uns zu sagen, unsere Urforderung ist natürlich die Digitalisierung, gibt es schon seit mehreren Jahren. Weiters wollen wir höhere Studienbeihilfen sowie mehr Studienvertretung statt allgemeinpolitischen Mandats. Danke sehr. Themenkomplex abgeschlossen. Es geht weiter mit dem Thema Verkehr. Wir setzen uns gemeinsam auf Landesebene für das Thema Verkehr ein. Also wir haben immer wieder Anträge gemeinsam gestellt. Wir wissen aber, dass natürlich aus Sicht der Studierenden wir dort noch nicht sind, wo wir eigentlich hin sollten oder wo die Studierenden gerne wären im Bereich des Verkehrs. Daher die allgemeine Frage, was sind eure Vorschläge, damit Studierende auch weiterhin im Verkehr was weitergeht? Wieder 1,5 Minuten pro Fraktion. Ich denke, dass die neue Card, die Student Card, ein erster wichtiger und richtiger Schritt war in die richtige Richtung. Wie bereits vorher schon angeschnitten, die Student Card ermöglicht es den Studierenden im kompletten Bundesland um 84 Cent pro Tag runtergerechnet mobil zu sein. Wir haben in den letzten Jahren, anderthalb Jahren, unzählige Gespräche geführt. Ich glaube, wir waren mehr als viermal beim Landesrat Stefan Schnell, um ihm unsere Forderungen zu deponieren, wie wir uns das vorstellen, bis hin zur Umsetzung. Aber wir haben auch unzählige Gespräche geführt mit dem Bürgermeister Stadt Salzburg, Harry Bräuner, und mit drei und anderen Politikern auf Kommunal- und Landesebene. Und der Verkehr zeigt, dass in Salzburg doch etwas möglich ist. Es ist eine Möglichkeit für uns Studierende, wirklich momentan zielorientiert und schnell eine Lösung zu finden, die mit 1.1.2020 greift. Wir haben dazu auch eine Petition gestartet gehabt, die wir ihm überreicht haben, die dank euch Studierenden sehr geglückt ist und nochmal gezeigt hat, wie wichtig dieses Thema für uns Studierende wirklich ist. Und der Verkehr, ein weiterer Schritt für den Verkehr ist natürlich, dass man vielleicht die Karte auch ausdehnt auf über 26-Jährige, weil es gibt auch Studierende höheren Alters, älter als 26, die ja auch mit dieser Karte profitieren würden. Da muss man Lösungen finden, sei es über gewisse ECTS pro Semester oder andere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, Verkehr ist unser wichtigstes Thema. Das haben wir jetzt schon erreicht. Weitere Forderungen sind immer da, sei es auf eine Karte für ganz Österreich oder Ähnliches. Stopp. Zeit aus. Ich würde gerne direkt darauf antworten oder dann direkt weitermachen. Weitermacht die Gras, ja. Also wir freuen uns sehr, sehr über den Erfolg, den die AG und auch generell die ÖH mit dieser neuen Student Card geschafft haben. Das Busfahrt und generell Öffis sind auch für uns ein ganz zentraler Punkt. Wir sind der Meinung, es geht noch mehr als das, was die AG verhandelt hat. Generell übrigens ist es eine Forderung, die in der ÖH und auch für die GRAS schon seit Jahren besteht. Wir fordern das seit Jahren und setzen uns seit Jahren dafür ein. Und gerade aus diesem Grund sind wir auch der Meinung, dass noch mehr drin ist. Es ist möglich, das Ticket um 150 Euro im kompletten Jahr zu finanzieren. Es ist möglich, der Marcel hat selber angesprochen, das für Studierende, die älter als 26 ist, leistbar zu machen, zu ermöglichen. Und es ist generell notwendig, dass die Öffis in Salzburg besser werden. Es geht nicht nur um die Preise für die Tickets, es geht auch um die Taktung. Ich selbst wohne zum Beispiel am Messezentrum. Ich komme nach 18 Uhr nicht mehr nach Hause und ich weiß, dass es vielen Studierenden genauso geht. Es geht darum, in der Nacht, am Wochenende eine bessere Taktung zu erreichen. Und wir müssen auch bedenken, Verkehr bedeutet nicht nur Öffis. Viele von uns Studierenden sind mit dem Rad unterwegs, sind zu Fuß unterwegs. Für uns ganz, ganz zentral ist es, dass Radwege ausgebaut gehören, dass man auch im Bus, auch in den Bussen, die in die Umlandgemeinden fahren, besser das Fahrrad mitnehmen kann. Und das ist uns extrem wichtig. Wir brauchen mehr Reparaturstellen, wir brauchen mehr überdachte Abstellmöglichkeiten. Und daher haben wir ein deutlich umfassenderes Verkehrskonzept, was nicht nur die Busse mit einbezieht. Wer fährt fort? Ich würde gerne fortfahren. Danke. Also, ich möchte mal kurz so sagen, ich habe letztens mit einem Aktivisten von uns geredet, ehemaligen Aktivisten, vor 15 Jahren war er bei uns im VSSÜ drinnen. Und er hat mir gesagt, du Hande, wir fordern das eigentlich schon seit 15 Jahren, also das Studieticket. Wir fordern das schon ewig lange. Und das ist natürlich eine Glückssache, dass die AG das jetzt momentan als einen Wahlzucker verwendet, sage ich mal so.
und sagt, wir haben das jetzt gefordert und haben das jetzt geschafft. Das ist, wir arbeiten schon ewig lange daran, dass das durchgesetzt wird. Ist halt ein Glück, dass da Leute von der ÖVP jetzt mal drinnen sind, kurz gesagt. Und dass man das hat durchsetzen können letztendlich. Also, ich finde es cool, es ist ein toller Erfolg, aber es geht mehr, wie die Kea auch schon gesagt hat, natürlich geht mehr. Wir wollen das natürlich mehr ausbauen, Verbesserungen machen an dem Schuliticket, weil es ist trotzdem zu teuer. Ich bin persönlich Salzburgerin, natürlich ist das gut, ich wohne in Salzburg im Zentrum, kann dann mit dem Ticket um 150 Euro fahren, aber vorher hat das 125 Euro gekostet und das hat man im Semester gezahlt und Leute, die nicht in Salzburg wohnen und heimfahren in den Sommerferien, denen nutzt das nichts und sie zahlen nur mehr. Also kurz, damit ihr Bescheid weißt. Ja, da würde ich gerne... Ladies first, würde ich sagen. Entschuldige. Da würde ich mich gerne anschließen. Also ich finde die Forderung von Gras und der VSSTÖ sind notwendig. 150 Euro sind für viele einfach pro Semester nicht stemmbar. Da den Punkt einzubringen, Stadtticket plus Umland. Klar, wenn man 125 Euro in der Stadt zahlt, und dann eben auf die 150 Euro aufstocken muss, dann macht das einen Unterschied, einen reellen Unterschied für die Studierenden. Ich denke, an der Stelle ist es auch gut, mal einen Blick weiter zu richten. Wir als Lux fordern ein Cluster-Ticket für die Cluster-Studiengänge. Dadurch das Cluster Mitte, in dem sich Salzburg und Oberösterreich befindet, es einige Studierenden im Lehramtsstudiengang gibt, die zwischen Oberösterreich und Salzburg hin und her pendeln müssen, hierbei vor allem Linz. Ich denke, dass es ein guter Vorteil ist, wenn man da an Vergünstigungen arbeitet, nicht nur um die Verbesserung, also die Zusammenarbeit mit Linz zu stärken, sondern auch mal, wenn man mit einbezieht, dass es die Molekularbiologinnen zum Teil auch betrifft, hier auch einfach für eine gewisse Entlastung zu sorgen. Genau. Dominik, bitte. Also wir als RFS fordern generell das Öffi-Ticket für Salzburg und die umliegenden Gebiete. Warum? Weil wir eben in Salzburg sehr viele Studenten haben aus dem Berchtesgadener Land, aus Oberösterreich und da kann im Endeffekt ein Ticket für Salzburg nicht genügen, das in Freilassing aufhört und im Mondsee aufhört, wenn es im Endeffekt die Studenten auch betrifft, die weiter weg wohnen. Um im Endeffekt der Kollegin von der VSSTÖ zu antworten, seit 15 Jahren wird gefordert, aber es ist nichts umgesetzt worden und da wollen wir als RFS dem Ganzen natürlich entgegenwirken und eintreten dafür, dass das tatsächlich umgesetzt und nicht nur gefordert wird. Zum Abschluss die Junos noch. Also ich muss auch sagen, ganz grundsätzlich einmal vielen Dank an alle Vertreter und Vertreterinnen hier, die sich für dieses Ticket eingesetzt haben. Es ist super, dass das kommt. Und ich glaube, das ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Und es sind jetzt auch ganz viele andere Vorschläge gekommen, die wichtige Verbesserungen für die Studenten bringen. Eine bessere Taktung innerhalb der Stadt, bessere Preise in Zukunft mit Zusammenarbeit mit den anderen Bundesländern. Was mir noch ein bisschen fehlt, weil ich selbst Lungauer bin, ist eine bessere Verbindung in die Gaue und in die weiter entfernten Gebiete. Ich kenne das persönlich. Wenn ich aus dem Lungau nach Salzburg fahren will, dann habe ich genau zwei Direktbusse. Der eine geht um 17:30 in der Früh und einer geht um 19:30 in der Früh und dann war es das für den restlichen Tag. Ich denke mal, da kann man ganz viel ansetzen und ganz viel verbessern, auch in der Zusammenarbeit mit der Landespolitik und ich hoffe, dass da auch in diese Richtung in Zukunft etwas weitergeht und da möchte ich mich auch ganz stark dafür einsetzen. Danke. Im Bereich Verkehr haben ja wir in Salzburg viel mitzureden, Gott sei Dank oder leider. Ich habe jetzt einmal ein paar Sachen mitgeschrieben und wir werden schauen, was wir da vielleicht noch machen können. Vielen Dank da für die Vorschläge auf alle Fälle. Thema Wohnen, egal ob Studieheim oder WG, die Preise gehen durch die Decke. Jeder, der sucht, weiß das. Was wären eure Vorschläge, dem entgegenzuwirken? Was ist euer Rezept für leistbares Wohnen? Keine. Also ich glaube, das Problem, wenn man sich dem Thema leistbares Wohnen widmet, ist, dass
ganz klar da ganz, ganz viele Akteure zusammenhängen. Also nicht nur die ÖH, nicht nur die Uni, sondern auch Stadtpolitik und Landespolitik und natürlich private Investoren, die Interesse daran haben, mit Wohnungen am Markt zu jonglieren. Da einzugreifen ist extrem schwierig, vor allem da Wahlversprechen zu machen, die 2 Jahre abdecken, ist, glaube ich, ja, da muss man schauen, wie realistisch das ist. Deshalb haben wir uns als Lux überlegt, was man in 2 Jahren realistisch machen kann. Und es ist zum Beispiel, wenn man sich Studienwohnheime anschaut, jeder, der in einem Studentenwohnheim wohnt, hat das Recht, durch eine Wohnheimsvertretung vertreten zu werden, um zum Beispiel auf Missstände in diesen Wohnheimen hinzuweisen. Also zum Beispiel, wenn es zu wenig Waschmaschinen gibt, wenn durch Baulärm zum Beispiel keine Mietminderung stattfindet und so weiter. Und da sowas zu organisieren, ist als für ÖH sehr leicht, wenn man zum Beispiel ein Treffen organisiert und dann zum Beispiel eben Strukturen an den Wohnheimen schafft, über die sich die Studierenden, die in dem Wohnheim wohnen, direkt an die Wohnheimsvertretung wenden können. Das ist zum Beispiel sowas, was man umsetzen kann. Und natürlich andere Projekte, die längerfristig geplant werden würden, da sind wir auf jeden Fall auch dabei. Aber das braucht eine längerfristige Planung und da reichen 2 Jahre in der Regel nicht aus. Ja. Danke sehr. Ich würde mich gleich gern anschließen. Ich finde, dass die Raffaella recht hat. In den nächsten 2 Jahren kann man da nicht viel, also kann man kein Wahlversprechen machen, deshalb haben wir das auch nicht in unseren Forderungen drinstehen. Also auf der Bundesebene, ja, da wird das behandelt, Wohnraum wird behandelt, aber wir hier in Salzburg können das einfach nicht versprechen und ich bin ganz ehrlich, die Forderungen, die halt da stehen, also Beihilfen, Unibeleben und Vereinbarkeit, das sind Dinge, die wir in den nächsten 2 Jahren sicherlich verwirklichen können. Aber realistisch gesehen ist das die Sache mit dem Wohnraum, das ist die Stadtpolitik, wie sie gesagt hat. Da können wir als ÖH, besonders auch bei so einer niedrigen Wahlbeteiligung, fast nichts machen. Da möchte ich euch eben gleich auch direkt ansprechen. Es ist wichtig, dass ihr unbedingt wählen geht, weil dadurch, dass unsere Wahlbeteiligung höher ist, können wir wirklich eingreifen und sagen, hey Leute, schaut euch das mal an, also unseren Politikern sagen, schaut euch das mal an, wie viele Studierende wählen gegangen sind. Und macht's was, ändert's etwas, da kann man dann etwas machen. Aber jetzt, in den nächsten 2 Jahren, können wir euch das nicht versprechen. Danke. Danke sehr. Max hat sich, glaube ich, gemeldet. Ich finde die Einstellung ein bisschen schade, dass man auf die nächste Legislaturperiode hingeht und sagt, in 2 Jahren kann man nichts machen, weil wenn wir alle 2 Jahre auf die nächsten 2 Jahre mit dieser Einstellung hingehen, dann verändert sich nie etwas. Aber es stimmt natürlich, es ist ein langfristiges Problem, das nur langfristig gelöst werden kann. Und ich glaube, da gibt es viele Antworten auf diese Sache. Eine der wichtigsten ist sicher, dass man sich dafür einsetzt, dass mehr Studentenwohnheime gebaut werden, was jetzt eh schon der Fall ist. Also es sollen jetzt 2 neue Studentenwohnheime kommen, die insgesamt für 300 neue Studenten Plätze bieten sollen. Aber das ist natürlich nur der Anfang, kann nur der Anfang sein. Ganz grundsätzlich würde ich euch alle bitten, die mit mir jetzt an diesem Tisch sitzen, stehen wir zusammen für dieses Thema, damit es auch langfristig auf dem Bildschirm bleibt, damit wir langfristig auch über unsere Amtszeiten dann vielleicht hinweg in diese Richtung zusammenarbeiten können und da in diese Richtung Veränderung für die Studenten bewegen können. Danke sehr. Thea hat sich als nächstes gemeldet, bitte. Ja, danke. Ich würde mich dem Max von den Junos gerne zu 100% anschließen. Wir haben das Thema Wohnen in unserem Wahlprogramm thematisiert, anders als der VSSTÖ, weil wir der Meinung sind... Wir haben es auch im Wahlprogramm. Bundesweit ist es im Wahlprogramm, aber ich sage den Studierenden in Salzburg, ist es nicht realistisch. Wir haben uns auch direkt für Salzburg in unserem Wahlprogramm stehen, weil auch wir der Meinung sind, dass wir als ÖH natürlich nicht den direkten Einfluss bewirken können, aber wir können trotzdem Druck ausüben auf die Entscheidungsträger, wir können trotzdem Druck ausüben und fordern und dazu gehören, wie die Raffaella richtig gesagt hat, sehr, sehr viele verschiedene Akteure dazu. Das ist richtig, es müssen viele verschiedene Faktoren zusammenspielen und
Und trotzdem können wir, wenn wir in der UV zusammenarbeiten und gemeinsam zentral geschlossen dafür einstehen, sicherlich was bewegen. Wir können uns dafür einsetzen, dass mehr Wohnheime gebaut werden. Wir können uns dafür einsetzen, dass Airbnb eingeschränkt wird, was die Wohnungspreise in Salzburg extrem in die Höhe schießen lässt. Und wenn wir alle gemeinsam arbeiten und wirklich die Zusammenarbeit in diesem Punkt fördern, dann ist es möglich, das umzusetzen. Danke sehr. Der ein oder andere Zwischenruf ist natürlich schon gestattet. Dominik, als nächstes. Ja, wie der Kollege von den Junos schon gesagt hat, zwei neue Studentenwohnheime sind unterwegs. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder schwierig, quasi neue Wohnplätze zu schaffen. Man muss irgendwie mit den Verfügbaren umgehen. Unser Weg, wir wollen das Ganze über Studienbeihilfen fördern. Zusätzlich natürlich, um wieder auf das Thema Verkehr zurückzukommen, wenn man das Ganze aufs Berchtesgadener Land und über Oberösterreich ausweitet, ist dann natürlich dementsprechend auch die Fahrkosten niedriger und es ist nicht jeder aus dem Grenzgebiet nach Oberösterreich gezwungen, in ein Studentenwohnheim zu gehen. Danke, war kurz und knapp. Also jetzt etwas zu versprechen, also mit dem öffentlichen Wohnbau oder jetzt allgemein mit Studentenplätzen in Salzburg, wäre meiner Meinung nach unehrlich und unaufrichtig. Es hat keinen Salzburg ein Patentrezept schlechthin, was man jetzt mit diesem öffentlichen Wohnbau oder allgemein mit dem Wohnbau machen wird. Was wir machen können als Studierendenvertreter ist dahingehend, dass wir nur Forderungen aufstellen können. Wir können fordern, dass man mehr Studentenwohnheime schafft, dass es mehr Wohnungen gibt für junge Menschen, dass auch die Vermieter dahingehend sagen, okay, ich möchte auch vielleicht junge Menschen in meine Wohnungen reinlassen, weil es da oft Vorbehalte gibt von Vermietern, die vielleicht nur keinen Student drinnen haben möchten. Da muss man ganz klar sagen, da muss man auch auf die Vermieter zugehen. Und ich denke, wenn wir uns gemeinsam jetzt, wenn wir auf diesem Tisch jetzt da sitzen, allgemein Studierende uns einig sind, dass wir diese Forderungen haben, dann müssen wir da auch das gemeinsam kommunizieren. Und wir brauchen da wirklich, wie du gesagt hast, auch du gesagt hast, wir brauchen mindestens zwei neue Studentenwohnheime in Salzburg, um auch für die Erasmus-Studierenden Platz zu schaffen. Die vergisst man oft in dieser Thematik, dass auch Erasmus-Studierende Wohnraum in Salzburg brauchen. Und ich denke, dass wir da gemeinsam einen Schulterschluss brauchen, dass wir das umsetzen können in Salzburg. Aber mehr als fordern können wir leider auch nicht. Danke sehr. Vielen Dank. Damit ist der Themenkomplex Wohnen schon wieder abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ihr uns vielleicht auch als Politik in Land und Stadt ein paar Anreize geben könnt, und zwar das studentische Leben. In Salzburg gibt es fast 20.000 Studenten. Hoppala, jetzt tue ich mich selber ausschalten. So, Martina, ja. Kommt zum Ende. In Salzburg gibt es fast 20.000 Studenten, aber wenn man jetzt das Bild von Salzburg sieht, dann denkt man nicht in erster Linie an Studenten, sondern vielleicht eher an Festspielgäste oder chinesische oder asiatische Touristen. Daher unsere Frage, wie kann man Salzburg studentenfreundlicher machen? Vielleicht gibt es auch ein paar konkrete Vorschläge und wer möchte beginnen? Ich würde gerne beginnen, wenn das in Ordnung ist. Die Präsenz der Studierenden in Salzburg ist, das habe ich auch vorhin bei den drei Punkten angesprochen, eins von unseren ganz, ganz zentralen Themen. Du hast es richtig gesagt, Martina, wir sind so viele Studierende hier in Salzburg und man sieht uns einfach nicht. Wir sind keine typische Studierendenstadt. Man kommt nicht hierher, wenn man sich denkt, Salzburg ist eine Unistadt. Und das wollen wir ändern. Wir wollen Präsenz und Sichtbarkeit für die Studierenden in Salzburg schaffen. Und das, indem wir den Studierenden mehr öffentlichen Raum zur Verfügung stellen. Wir wollen, dass das Kaiviertel, also direkt hier links neben dem Unipark sozusagen, zu einem Studiviertel wird. Wir wollen mehr Sitzmöglichkeiten schaffen. Wir wollen, dass es dort Räumlichkeiten für Gruppenarbeiten gibt. Es gibt in Salzburg kaum die Möglichkeit, sich am Wochenende mit einer Gruppe zu treffen und dort eine Uniarbeit gemeinsam zu machen. Und das ist für uns extrem wichtig. Und was auch im Kaiviertel geschaffen werden kann, sind typische Studilokale. Wir alle wollen abends mal weggehen. Wir alle wollen uns mal gemeinsam treffen. Und wir denken, dass gerade das Kaiviertel bestens geeignet ist, um dort ein Studentenviertel aufzubauen. Es liegt direkt zwischen drei großen Fakultäten. Dort sitzt die ÖH selbst, dort ist der ÖH-Freiraum. Und das wollen wir schaffen, damit wir als Studierende in Salzburg wieder präsenter werden. Vielen Dank. Darf weitergeben wir an Dominik. Es ist in der Stadt vor allem schwer, dass man wirklich eigene Plätze für Studierende schafft.
um im Endeffekt auf eigene Unilokale gleich wieder einzugehen, beziehungsweise welche, die von der ÖH betrieben werden. Wie wir aus Wien wissen, ist es bei Linkskoalitionen nicht ganz so gut ausgegangen. Also ich darf nur auf das Café Rosa verweisen, das mehrere hunderttausend Euro Schulden gemacht hat. Unser Ansatz wäre, mit den Lokalbetreibern zu sprechen. Ich kenne manchmal, deswegen habe ich ganz gute Kontakte. Und wir würden da natürlich auch irgendwelche Studentenangebote umsetzen, konkret günstigere Getränke, eventuell ein günstigeres Mittagessen. Und ja, also machen statt fordern. Vielen Dank. Wer möchte anschließen? Darf ich mich gleich anschließen? Ja. Also, Dominik, darf ich dich fragen, ob du irgendwas gegen mich hast oder so? Na, also, gar nicht. Die ganze Zeit diese Linksgehasse und alles. Ich mache auch kein Rechtsgehasse. Entschuldigung. Ich hasse nicht links, sondern schlechten Service, beziehungsweise Schuldenmacher. Ah, okay, deshalb seid ihr noch nie in der ÖH vertreten gewesen. Dann wäre der Service nämlich gut, wenn wir drinnen wären. Zurück zur Frage, was kann man machen für studentisches Leben? Also, tut mir leid, aber... Also, wie gesagt... Eine unserer drei Forderungen ist die Uni beleben und da zählt natürlich auch, also wir haben generell wenig Freiraum, das wissen wir, das haben jetzt alle Kollegen von mir gerade eben gesagt und wir würden eben uns einsetzen, damit es, dass es mehr Lern- und Aufenthaltsräume gibt, das heißt, dass man online zum Beispiel Buchungen machen kann, auch als Studierende. Ihr könnt online reingehen, das würden wir machen und dann sagt ihr, hey, ich brauche den Seminarraum ... und ihr könnt euch dann für eine Stunde, zwei Stunden den Raum buchen und euch reinsetzen und dort eure Gruppenarbeiten machen, weil letztendlich muss jeder von uns irgendwann eine Gruppenarbeit machen im Studium und wir können das nicht in der BIP machen, weil die BIP hat überhaupt keine Räume, wo man laut miteinander reden kann und ja, und sonst würde ich halt sagen, dass wir so ohnehin uns schon dafür einsetzen, dass es ein bisschen mehr Party gibt und ja, die ÖH Year Party oder Oh Year Party, da haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass es eine studiepassende Party ist, das heißt, ihr habt ein 5-Euro-Ticket, Eintrittsticket und 3 € Bier. Das kostet nicht viel und das kann zum Ende kommen. Viele leisten. Okay, mache ich. Und ja, eigentlich bin ich fertig. Okay. Ja, also da würde ich mich gerne in 2 Punkten anschließen. Also studentisches Leben in die Stadt zu bringen, funktioniert natürlich dann, wenn es sich für Studierende lohnt, in die Stadt zu ziehen und da beißt sich die Katze im Schwanz, irgendwo muss man anfangen. Also entweder man fängt so an, dass es für die Studierenden attraktiv ist, an der Uni zu studieren, oder man macht die Stadt attraktiv. Natürlich ist es wichtig, dass man, also wo wir für Lux stehen, ist, dass wir sagen, okay, Wir müssen schauen, dass wir diese 24/7-Lernräume realisiert bekommen. Das ist aber eher wenig Party, sondern mehr Lernen. Der andere Punkt ist zum Beispiel, dass wir sehr wohl überlegt haben, zum Beispiel das Amphitheater an der Navi da wieder ins Gespräch zu treten. Die Älteren werden es vielleicht noch kennen. Generell an den Fakultäten mehr für mehr Leben und für mehr Stimmung sorgen, aber auch eben schauen, wie man das dann in der Altstadt eben mit vereinbaren kann. Aber für die Altstadt konkret hat Lux jetzt bisher keine Pläne. Ja. Ja, nur. Na, bitte. Ich wollte jetzt den Applaus nicht wegnehmen, aber im Amphitheater haben wir vor vielen Jahren einmal ein Unplugged-Konzert gemacht. Ja, oder auch Theaterstücke, alles Mögliche. Also das Potenzial ist an der Uni da. Man muss es nur nutzen und ich glaube, da muss man einfach ins Gespräch mit der Universität treten, weil auch die Universität hat ein Interesse daran, dass es Studierenden in der Stadt gefällt, weil das führt zu einer höheren Anzahl aktiver Studierenden und davon profitieren alle am Ende, sowohl die Stadt als auch die Uni als auch die Studierenden. Vielen Dank. Wer von euch beiden? Marcel? Gern. Also Salzburg ist für mich mehr als nur Mozart und Festspiele. Salzburg ist durchaus eine lebendige Studierendenstadt. Sieht man auch bei den Veranstaltungen der ÖH. Also wir haben auch Veranstaltungen organisiert in der letzten Zeit und es gibt durchaus Lokalbetreiber, die gewillt sind, Veranstaltungen für Studierende zu machen, aber auch Studierendenpreise anzubieten. Und zum anderen ist das Altstadtmarketing sicherlich ein Gesprächspartner, wo man für Studierende einen Benefit herausholen kann.
sei es, dass man Vergünstigungen bekommt durch den Studierendenausweis, aber auch in Lokalitäten für ein günstigeres Mittagessen mit einem Studierendenausweis. Und ich denke auch, dass wir mehr Arbeitsräume brauchen und die Studierenden mehr in den Mittelpunkt dieses urbanen Treibens setzen müssen. Momentan läuft die Uni irgendwie so links oder rechts neben der Stadt, aber die Uni muss genau direkt in die Stadt, weil die Uni sind die jungen Menschen, ist die junge Generation, die wirklich die Stadt beleben sollte. Und dahingehend ist wichtig, dass wirklich die Studierenden einen Arbeitsraum und einen gemeinsamen Raum bekommen, wo sie sich zusammensetzen können, Partys feiern können auch, aber auch gemeinsam lernen können. Und deswegen setzen wir uns auch ganz klar für diese Dinge ein, aber auch für euch, für Vergünstigungen, Lokalitäten. Vielen Dank. Zum Abschluss, Max. Also viel Gutes haben wir jetzt ja schon gehört, besonders die Zusammenarbeit mit den Lokalbesitzern, vor allem hier in der Altstadt, ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt, um auch das studentische Leben zu verbessern. Aber was mir ein bisschen gefehlt hat und wo ich mir denke, dass viel gemacht werden könnte, ist im Bereich des Salzachufers, dass das besser zugänglich für die Studenten und Studierenden wird. Ganz einfach, dass man da bessere Sitzgelegenheiten, besseren Aufenthalt garantiert, weil das ist eine kleine Oase für mich persönlich in Salzburg, wo man sich wunderbar entspannen kann. Da kann und das könnte man ausbauen. Und gleichzeitig gibt es natürlich an den universitären Fakultäten, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, sollten die Räume für Studenten geöffnet werden. Und ich glaube, da kann man ganz viel in diese Richtung bewegen. Somit wäre auch der Themenkomplex studentisches Leben abgeschlossen. Wir fahren fort mit einer Frage, die schon am Rande eigentlich angesprochen wurde. Da gibt es bei der Beantwortung nur eine Minute, also bitte kurz darauf antworten. Und zwar das Thema Wahlbeteiligung. Also die Hande hat es kurz angesprochen, dass das negativ ist gegenüber der Politik, wenn man so eine geringe Wahlbeteiligung hat. Aber jetzt meine konkrete Frage, was könnt ihr als Kandidaten bzw. eure Fraktionen machen, damit die Wahlbeteiligung steigt? Weil ich glaube, es ist in unser aller Sinne, dass mehr Studierenden ihr Recht wahrnehmen und wählen gehen. Darf ich? Ja, ich. Okay. Mir ist es persönlich wichtig, sage ich mal so, weil ich Jus studiere und ich finde einfach, dass das Wahlrecht extrem wichtig ist. Wir haben das, wir sollten das unbedingt nutzen. Also ich sage mal so, egal wen ihr wählt, geht einfach wählen. Ich meine, ich würde mich freuen, wenn ihr VSSDÖ wählt, natürlich. Aber es ist wirklich wichtig, wählen zu gehen. Und besonders auch an die Frauen. Ich meine, wir haben heuer 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Und das ist extrem wichtig, also geht's einfach. Ich kann nichts anderes sagen, als dass es extrem wichtig ist, weil wir haben das Recht und wir sind ja, also ich meine auch als VSSDÖ, sage ich mal, sind wir auch in der Exekutive und wir würden auch wirklich eure Stimmen brauchen, beziehungsweise auch der Politik, wie vorhin schon gesagt, zeigen, dass wir da Durchsetzungsvermögen haben als Studierende. Also vielen Dank. Gemeldet haben sich jetzt zuerst der Max, dann der Dominik und dann die Kea. Und jetzt drehe ich mich wieder selber ab. vielleicht konkret, was ihr persönlich machen könnt dafür, dass mehr Leute wählen gehen. Also Max. Okay, also ganz grundsätzlich muss ich sagen, habe ich da schon ein bisschen einen anderen Zugang zu dem Ganzen. Ich glaube, wenn die ÖH gute Arbeit macht, bessere Arbeit macht, dann werden auch mehr Studenten zu der Wahl gehen. Ich glaube, das ist unsere Verantwortung, dass wir uns in diesem Bereich weiterentwickeln, dass wir noch mehr für die Studenten machen, dass man die ÖH auch stärker merkt. Und das war auch das, was ich am meisten von den Studenten gefragt worden bin über die letzten Wochen. Was macht die ÖH eigentlich? Und ich denke, das ist das, was ich konkret machen kann und was wir alle konkret machen können. Wir können mit den Studierenden in ein Gespräch treten und ihnen ganz genau erklären, wofür es die ÖH eigentlich braucht, was im Hintergrund alles nicht laufen würde, wenn es die ÖH nicht gäbe. Und ich glaube, das ist etwas, das sind wir alle in der Verantwortung. Vielen Dank. Dominik? Ich möchte im Endeffekt gleich Max zustimmen. Was wir definitiv brauchen, ist, dass die ÖH die Servicepolitik wieder ernst nimmt und nicht das allgemeinpolitische Mandat überstrapaziert. Es werden im Endeffekt sehr viele Themen angesprochen, die keinen interessieren und keinem helfen.
Und ich glaube, das wäre der richtige Ansatz, dass man im Endeffekt die ÖH wieder für die Studierenden benutzt, um die Interessen der Studierenden durchzusetzen und somit auch die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Vielen Dank. Die Kea. Ich möchte beiden von euch gerne grundsätzlich widersprechen. Ihr habt beide angesprochen, es sei Schuld der schlechten Arbeit der ÖH in der letzten Funktionsperiode, dass die Wahlbeteiligung so niedrig war und ist. Und das sehe ich grundsätzlich als vollkommen falsch an. Die ÖH-Exekutive und auch die UV hat extrem gute Arbeit geleistet in der letzten Funktionsperiode. Was allerdings tatsächlich fehlt, und da habt ihr beide recht, ist das Interesse und das Wissen über die ÖH. Und das ist auch in meinen Augen der Punkt, in dem wir ansetzen sollten. Wir als GRAS sind in den letzten 4-5 Wochen unglaublich viel aktiv gewesen. Wir waren unterwegs, wir haben über 8000 Flyer verteilt, wir sind mit den Studierenden ins Gespräch gekommen und haben auf die Wahl hingewiesen, haben darauf hingewiesen, was die ÖH für uns leistet und haben darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, wie die Hande angesprochen hat, zur Wahl zu gehen und sein Stimmrecht zu nutzen. Zum allgemeinpolitischen Mandat ganz kurz, die ÖH sollte nicht nur eine Serviceorganisation sein, sondern die ÖH sollte und kann nicht nur eine Serviceorganisation sein. Natürlich ist der Service ein ganz zentraler Punkt und ich würde dem Dominik gerne widersprechen, dass der Service schleifen gelassen wurde. Das ist so nicht der Fall. Das ÖH-Beratungszentrum und alles, was dazugehört, läuft bestens. Aber das allgemeinpolitische Mandat ist extrem wichtig und ich hoffe, dass wir das später noch mehr thematisieren können. Gut, jetzt haben wir noch Raffaella und Marcel. Zuerst vielleicht die Raffaella. Also, ich bin ÖH-Erstwählerin und bevor wir Lux gegründet haben, haben wir natürlich versucht, uns ein Bild zu verschaffen, was es für Listen gibt, für was die stehen und ja, was die so in den letzten 2 Jahren getan haben. Und da ist uns aufgefallen, dass es extrem schwer ist, gebündelt einfach an Informationen zu kommen, was die Listen für Arbeit machen oder wie man das visuell sichtbar nachvollziehen kann. Und ich glaube, da ist halt die Frage zum Beispiel, wie man, glaube ich, Wahlbeteiligung leicht steigern kann, ist, wenn man Plattformen anbietet, wo man gebündelt die Listen einsehen kann, ohne sich durch 6 verschiedene Websites klicken zu müssen. Da gab es jetzt schon Initiativen, aber ich glaube, das muss weiter verstärkt werden. Dann natürlich, ja, die ÖH muss durch den Service glänzen, damit gewählt wird, aber Wahlbeteiligung ist in der Regel generell bei ÖH-Wahlen gering. Das hat nichts mit den letzten 2 Jahren zu tun. Ja. Zum Abschluss noch Marcel, bitte. Also ich habe in den letzten Tagen, Wochen und Monaten unzählige Gespräche mit Studierenden geführt und die Frage immer wieder gestellt, was ist für dich die ÖH? Es gab meistens genau 2 Antworten. Zum einen der ÖH-Beitrag, den ich pro Semester zahle und zum anderen, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist genau das Problem dahinter. Die Studierenden wissen nicht, was ist die ÖH, wer ist meine ÖH, was erreicht die ÖH für mich. Zugegebenerweise, Alex, herzlichen Glückwunsch an dich, eine sehr gute Webseite, die den Studierenden zeigt, was möglich ist. Aber die ÖH muss viel mehr raus den Studierenden, sie muss bekannter werden. Sie ist sozusagen ein gewisses Kommunikationsproblem, denn sie leistet gute Arbeit, aber Studierenden wissen nicht, was die ÖH leistet. Und ich denke, wenn die Studierenden wissen würden, was die ÖH ihnen bringt, dann würden auch viel mehr Studierende zur Wahl gehen. Und zu deiner Aussage, wir setzen uns zwar für Gesellschaftspolitik ein, aber mit Studierendenbezug. Wir brauchen mehr Studierendenbezug auf der ÖH-Ebene, die wirklich Studierendenprobleme angreift und diese auch erstmöglich löst. Vielen Dank. Hinzufügen. Zu replizieren bitte. Weil es im Endeffekt von den Kolleginnen vorher angesprochen worden ist, natürlich, man muss auch flyern, plakatieren. Allerdings muss ich da leider sagen, gewisse politische Mitbewerber zerstören auch andere Plakate und dann wird die ÖH-Wahlbeteiligung natürlich auch nicht erhöht. Wenn beispielsweise Plakate des RFS, der AG und der Junos zerstört werden, ja, also wenn man im Endeffekt schon fürs Plakatieren ist, sollte man andere Plakate auch stehen lassen. Ich würde gern darauf antworten. Ich auch. Ganz kurz. Jeweils kurz, bitte.
Ich habe da so einen leichten Vorwurf gehört an die Lux, den VSSTÖ und die Gras, dass wir scheinbar eure Plakate zerstört hätten. Das lehne ich als Sprachrohr der Gras dezidiert ab. Wir sind absolut dagegen, die Plakate und Flyer und was auch immer man benutzt, von anderen politischen Mitbewerbern und Mitbewerberinnen zu zerstören. Wir haben alle das gleiche Recht, für diese Wahl zu kandidieren. Wir haben alle das gleiche Recht, unser Budget genauso zu nutzen, wie wir das wollen. Und wir lehnen es ab, auf solche Art und Weise die Arbeit der anderen einzuschränken. Hande, möchtest du auch noch was dazu sagen? Ja, also danke, Kea, da muss ich eigentlich fast nicht mehr hinzufügen. Aber kurz gesagt, dann sollte vielleicht der RFS auch nicht über meinem Plakat plakatieren. Das war nicht sehr nett, weil wir stellen unsere Plakate extra nebeneinander etwas weiter entfernt hin und dann sehe ich auf einmal, dass der RFS genau über meinem Plakatständer ein Plakat oder was auch immer ihr das da hingehängt habt, drauf gehabt hat und das finde ich nicht in Ordnung. Aber ich habe es nicht weggemacht, also das kann man mir auch nicht vorwerfen. Ich habe es stehen lassen. Davon wüsste nichts, aber danke fürs Nicht-Wegmachen. Ja, als allgemeinen Abschluss vielleicht noch, ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass, oder Raphael, ja, ich möchte gerne noch was dazu sagen. Wir als Lux haben das natürlich beobachtet, der Kampf um den Plakatständerplatz und die beste Platzierung und die gegenseitige Sabotage. Für uns war das alles sehr, sehr kostspielig mit den Plakaten und waren deshalb sehr froh, dass es uns Gott sei Dank nicht betroffen hat, haben das aber aus Distanz beobachtet und ja, ist jetzt grundsätzliche Beschädigung von Wahlkampfmitteln, finde ich jetzt auch nicht wirklich gut. Also. Der Max möchte auch noch kurz was dazu sagen. Ich möchte ganz kurz abschließend sagen, ich glaube, es wirft auch keiner einer anderen Fraktion wirklich vor, dass die Plakate zerstören. Ich glaube, so gut können wir alle miteinander, dass wir das, dass wir uns da gegenseitig sein lassen. Aber ich würde einfach den Appell auch an die Leute da draußen, die gerade zusehen, richten. Bitte lasst die Plakate stehen. Es ist einfach sehr, sehr anstrengend, wenn man plakatiert und ein paar Tage später ist das Plakat runtergerissen. Vielen Dank, Max. Genau, das wäre mein Appell gewesen an alle, die da sind oder zuschauen. Es ist Sachbeschädigung, es kehrt sich nicht und es bringt auch nichts und es macht nur einen Haufen Arbeit. Also jeder, der was beobachtet, bitte dann auch die Fraktionen weitergeben. Es macht keinen Sinn. Danke, jetzt machen wir noch ganz eine kurze Runde. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, ich habe doch die Redezeit ein bisschen strapaziert, aber eine Frage fände ich trotzdem noch interessant. Immer wieder, und das ist vorher auch schon nebenbei ein bisschen angesprochen worden, das Thema Pflichtmitgliedschaft, überhaupt die Struktur der ÖH. Glaubt ihr, dass die Struktur, so wie sie jetzt ist, gut ist oder wenn nicht, wie würdet ihr sie ändern? Also bundesweit oder auch lokal, vielleicht auch am Thema Pflichtmitgliedschaft, ja oder nein? Darf ich anfangen? Oder? Bitte, ja. Okay. Also ich finde die Pflichtmitgliedschaft in Ordnung. Es sind 19,20 Euro momentan und es ist eine Unfallversicherung drinnen. Und die Sache ist die, dadurch, dass man diese ÖH-Pflichtmitgliedschaft hat, hat man auch extrem viele Vorteile. Ihr könnt eben auch von unserem Sozialtopf ausschöpfen, also und da eben die Anträge reinbringen. Und Beratungsservice ist natürlich da, wenn es diese Pflichtmitgliedschaft, beziehungsweise ich sage mal, wenn es die ÖH nicht geben würde, dann wüsste ich nicht, wie man an, auch nicht, weil man hat ja durch die STV und auch diese Interessensvertretung, beziehungsweise man kriegt die Informationen, hey, mein Curricula, wie schaut das aus und alles, das hättet ihr nicht. Und die Leute, die da ehrenamtlich drin sitzen und arbeiten, die sind einfach für euch da und ich finde, dass die ÖH einem sehr viel gibt dafür, dass es nur 19,20 Euro sind im Semester. Danke. Eine Punktlandung. Der Dominik hat sich zuerst gemeldet, bitte. In einem Punkt würde ich der Kollegin sogar zustimmen, also gerade in die STV gibt es ehrenamtliche Mitarbeiter und die leisten auch tolle Arbeit. Die Sache ist im Endeffekt nur, ich bin gegen das Prinzip der Zwangsmitgliedschaft, weil es eben ein Zwang ist. Wenn die Arbeit von der ÖH tatsächlich ernst genommen wird und eine gute Vertretung ausübt, dann können wir die Studenten auch auf freiwillige Art binden. Die 20 Euro, werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, die tun keinem weh, aber es ist eben ein Zwangsbetrag. Die Unfallversicherung davon macht 60 Cent aus, ist also nicht der größte Teil. 70 Cent.
Ist also nicht der größte Teil und wie gesagt, wir stehen seit jeher dafür ein, dass wir die Zwangsmitgliedschaft abschaffen, um einfach jedem Studenten zu ermöglichen, freiwillig und auch auf freiwilliger Basis bezahlbar diesen Service in Anspruch zu nehmen. Danke. Ich vermute eine Gegenrede der Graskeher. Du hast dich gemeldet. Ich würde direkt gerne auf diesen Zwangcharakter eingehen. Ich glaube, es ist für niemanden von den Studierenden ein Zwang, wenn man 19,70 Euro im Semester entrichten muss. Es ist eine Doch, man ist nicht mehr inskribiert, wenn man es nicht überweist. Würdest du mich bitte ausreden lassen? Danke. Es ist eine dermaßen geringe Summe, für die man extrem viel bekommt. Wenn man in Deutschland studiert zum Beispiel, ist man gezwungen, deutlich mehr zu entrichten an Studienbeiträgen und das lehnen wir dezidiert ab. Und 19,70 Euro tun niemandem finanziell weh. Man bekommt dadurch extrem viel zurück. Und wenn wir uns Gremien anschauen, die einem was bringen, aber wo man freiwillig Mitglied sein kann, sehen wir, dass das nicht der richtige Ansatz ist. Gewerkschaften in Deutschland zum Beispiel haben keine Zwangsmitgliedschaft, anders als die Arbeiterkammer. Die Arbeiterkammer in Österreich ist ein extrem starkes Gremium, was sich bestens für die Interessen aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einsetzt. Und genauso sieht es auch mit der ÖH aus. Die ÖH vertritt die Studierenden, die ÖH bietet Serviceleistungen, die ÖH hat auch eine politische Richtung und das ist auch gut so. Und das für alle, weil wir alle beteiligt sind. Danke sehr. So, jetzt habe ich da die Raffaela und den Max. Sie war zuerst. Bitte, ja. Also, ja, Zwang klingt erstmal immer blöd, aber ja, 20 Euro tun auch nicht weh. Das Problem, das wir auch einfach sehen, ist, sobald man eben diesen Beitrag abschafft, muss man im Prinzip anfangen, eine Art Zwei-Kassen-System aufzuführen. Weil was macht man mit den Leuten, die den Beitrag nicht zahlen? Dürfen die dann auch den Service, den die ÖH bietet, nicht nutzen? Das ist die große Frage, die das aufwirft. Allein 17.000 Studierende beratet jedes Jahr das Beratungszentrum, das eine extrem wichtige Arbeit leistet, um darüber aufzuklären, wie das Curriculum funktioniert, wo man wohnen kann, wie man sich sein Studium finanzieren kann und so weiter. Das geht weit über, wir machen jetzt mal ein Sommerfest drüber hinaus, dass die ÖH leistet eine wichtige Arbeit, die die Universität wahrscheinlich in diesem Ausmaß nicht kompensieren würde. Und deshalb sind wir dafür, dass der Mitgliedsbeitrag bleibt. Danke sehr. Max. Also ganz grundsätzlich finde ich die Argumentationskette ja sehr interessant. Ein Zwang definiert sich ja nicht dadurch, wie viel man zahlen muss, sondern dass ich keine andere Alternative habe, als zu zahlen. Das ist ja der Zwang daran. Aber ganz grundsätzlich sehe ich das schon so, dass wenn die ÖH gute Arbeit macht, dann werden die Studenten auch freiwillig weiterhin Teil der ÖH sein. Also wir sind gegen die Zwangsmitgliedschaft, natürlich. Und wir glauben auch, dass man den Studenten so viel Eigenverantwortung zutrauen kann, dass die das selbst entscheiden können. Und daher sagen wir, der Zwangsbeitrag ist überholt und sollte abgeschafft werden, auch deswegen, weil ich damit dann als Student direkt die Möglichkeit habe, Kritik an der ÖH zu äußern und mich gegen und aus der ÖH in diesem Fall auszutreten, falls nicht verantwortungsvoll mit meinem Geld umgegangen wird. Danke sehr. So, Marcel. Wir sprechen uns ganz klar für eine Pflichtmitgliedschaft aus, denn uns stellen sich da mehrere Fragen. Wenn man jetzt die Mitgliedschaft abschafft, öffnen wir eine Büchse der Pandora mit ungeahnten Folgen. Wie finanziert man dann die ÖH? Werden dann die ÖH-Beiträge erhöht für die Mitglieder, die noch dabei sind? Wer hat dann die Vorteile? Vertrete ich da nur meine Leute und wenn ich etwas ausverhandelt habe, haben auch diese den Vorteil oder haben alle den großen Vorteil? Aber auch verliert die ÖH ihre starke Stimme und diesen Anspruch, alle Studierenden zu vertreten. Dann vertreten sie nur mehr wenige. Und dies schränkt auch die Verhandlungsposition der Studierenden ganz, ganz stark ein. Dann vertreten sie zum Beispiel nur mehr ein paar hundert Studierende. Und dies ist natürlich eine schlechtere Position, als wenn ich sagen kann, ich vertrete alle Studierenden. Und für uns gibt es da keinen Weg. Natürlich muss man die ÖH servicieren und sie verändern, sie zeitgerecht machen. Aber über eine Abschaffung zu diskutieren, macht für uns keinen Sinn. Danke sehr. Also ihr seht, es gibt da doch sehr unterschiedliche Positionen am Podium. Wir haben jetzt quasi den Diskussionsteil mit den moderierten Fragen von unserer Seite jetzt ich beendet. Nur ganz kurz was hinzufügen bezüglich der Zwangsbeiträge, wenn ich darf. Ich glaube, du hast da Minuten schon gehabt, oder? Da 10 Sekunden. 10 Sekunden? Ja.
Also im Endeffekt, allein in den letzten beiden Jahren sind vor die Zwangsbeiträge 250.000 Euro in Rücklagen ausgelöst worden für eine Demonstration gegen die Regierung. Und wenn ich mir im Endeffekt anschaue, dass ich da quasi mitzahlen muss für eine sinnlose Demonstration, glaube ich, ist die Zwangsmitgliedschaft nicht gerechtfertigt. War die Demonstration sinnlos, wenn wir die Ibiza? Ja, es war sinnlos. Die Regierung ist gestürzt, Dominik. Ja, also da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ganz lang drüber reden. Jetzt wäre es aber so weit, dass ich euch trotzdem für die über sehr weite Strecken sehr faire und ausgewogene Diskussion danke. Und wir beenden, glaube ich, jetzt den Livestream. Ein Gruß an die Zuseher und Zuseherinnen an den Bildschirmen zu Hause oder sonst irgendwo. Danke fürs Zusehen. Wir haben uns leider verzögert. Wir sind ähnlich, wir wetten das, oder? Genau, und jetzt gäbe es die Möglichkeit, Publikumsfragen zu stellen, und ich würde euch bitten, erstens keine bestellten Fraktionsfragen, wenn es möglich ist, weil ne, die haben jetzt eh alle die Möglichkeit gehabt, sich hier zu äußern, und zweitens würde es mich freuen, wenn die Diskussion genauso fair weitergeht, wie sie bisher verlaufen ist. Ihr kennt eine Hand da in der Mitte, eine zweite, eine dritte. Also sammeln wir vielleicht immer. Also wenn das für euch passt, sammeln wir drei Fragen und machen dann eine Diskussionsrunde. Okay. Ich hätte sonst. Ja, aha. 27. Ja, wir schaffen das. Ja. Der Tobias. Der Tobias. Tobias da. Blond. Keine Co-Referate, bitte. Wir schauen jetzt auch bei den Publikumsfragen auf die Zeit. Ja, also meine Frage betrifft die Serviceorientierung, und zwar neuer Rektor. Und ich würde mich da fragen, ganz einfach so, was macht man mit einem neuen Rektor? Was sollte man da machen? Also meine Meinung ist, man sollte sich mal mit ihm treffen. Dann war da hinten eine Dame in der Mitte. Ja, meine Frage geht an die Fraktionen, die jetzt den Pflichtbeitrag abgelehnt haben. Und zwar, wer meiner, würde mich interessieren, wie ihr das Problem mit der Zwei-Klassen-Struktur, das die Raffaela schon angesprochen hat, lösen wollen würdet. Weil zum Beispiel, ich bin selber Studienvertreterin, ich weiß, wie unglaublich viel, wie viel uns das hilft, dass wir diese finanziellen Ressourcen haben, um was für die Studenten auf die Beine zu stellen. Und ja, meine Frage wäre, wie ihr das lösen wollen würdet dann. Und dann war noch eine dritte Frage daher, weiter hinten. Ich weiß nicht, irgendwer hat dann zuerst noch aufgezeigt, oder? Ah, entschuldige, du. Also, mir würde interessieren, wie seht ihr dieses Format, in dem ihr da sitzt und diskutiert, an? Weil ich denke mal, auf Uni-Ebene, ja, ist es so wirklich notwendig, so einen klaren ideologischen Hintergrund zu haben, beziehungsweise die Themen, die ihr ansprecht, sind ja wirklich tatsächlich für alle Studierenden wichtig und irgendwie auch ziemlich die gleichen. Sprich günstige Öffis, sprich studentisches Leben, sprich, also Klima kann ja in Wirklichkeit auch niemandem mehr wurscht sein, oder? Also egal aus was für einer politischen Ecke er kommt, es kann einfach niemandem mehr wurscht sein. Und einfach so dieses Denken in Gegensätzen. Das frage ich mich schon die längste Zeit, ob das wirklich nur das ist, was man, weiß ich nicht, was das Effizienteste ist, um zu Lösungen zu kommen, und ob man nicht als geschlossene Gruppe beim Herrn Verkehrsrat schnell irgendwie schneller mehr erreichen würde, als man brüstet sich damit, dass man halt als AG da war, oder man brüstet sich damit, dass man als Gras dieses und jenes und so weiter und so fort. Also wie stark fühlt ihr euch wirklich verbunden mit dieser Ideologie, die ja teilweise auch sehr altes und historische Wurzeln hat, eurer Parteien, denen ihr verbunden seid, weil ihr von denen auch Geld kriegt? Und gibt es da irgendwie Ideen von euch? Ich meine, ihr seid sechs junge Menschen mit Potenzial. Mit Potenzial, einfach Formate neu zu denken. Und mich langweilt das total. Also mich langweilen Wahlkämpfe wirklich total. Ich würde einfach gern mehr Ergebnis sehen, und ich finde auch so dieser Kontrast, der da aufgemacht worden ist, so wir haben die Visionen, wir wollen eher was tun, wir brauchen beides, verdammt nochmal, wir brauchen Visionen, natürlich muss man die irgendwie umsetzen und dazu muss man was tun. Vielen Dank, Message, glaube ich, angekommen. Wir kommen zur Beantwortung der drei gestellten Frage, also zuerst das Thema Rektor, Pflichtmitgliedschaft und Denken in Gegensätzen bzw. Zusammenarbeit. Für die Beantwortung der drei Fragen jeweils 1,30 bitte.
Moment, fangen wir, also beantwortet jetzt jeder drei Fragen? Jeder beantwortet okay. alle drei Fragen. Okay, wer fängt an? Ja, bitte, Kea. Okay, ich danke euch allen dreien für die Fragen. Ich finde, es sind extrem spannende Fragen und auch extrem wichtige Themen, die ihr damit angesprochen habt. Zur ersten Frage, die Serviceorientierung ist für mich wichtig. Der Service ist ein zentraler Teil der ÖH und der generell der UV, aber auch die politische Richtung der ÖH muss bestehen bleiben. Deswegen sind wir auch klar für das allgemeinpolitische Mandat. Du hast weiterhin gefragt, was macht man mit diesem neuen Rektor? Man kann ihn schwer einschätzen. Was genau plant er? Wir von der GRAS haben uns vor einer Woche mit ihm getroffen. Ich habe es persönlich als sehr konstruktives Gespräch wahrgenommen. Wir sind in vielen Bereichen auf eine gute Gesprächsgrundlage gestoßen. Wir als GRAS und ich hoffe auch wir als ÖH dann bleiben kritisch, bleiben eine starke Stimme, sobald es sich zum Negativen für die Studierenden wendet. Und das ist uns ganz, ganz wichtig anzusprechen. Zur zweiten Frage, denke ich, muss ich nicht groß antworten. Du hast genau das angesprochen, was ich auch so sehe. Der ÖH-Pflichtbeitrag ist wichtig. Vom ÖH-Pflichtbeitrag profitieren alle und vor allem die STVen. Über 2/3 des ÖH-Beitrags geht an die STVen und das ist auch gut so und sollte auch bestehen bleiben. Zur dritten Frage, wie sehen wir uns in diesem Format oder wie sehe ich mich in diesem Format? Es gibt auf jeden Fall weitere Möglichkeiten, Studierende einzubinden. Du hast absolut recht, es ist notwendig, dass man Studierenden die Möglichkeit gibt, uns anzusprechen, auf objektive Probleme aufmerksam zu machen, mit uns gemeinsam zu arbeiten. Und deswegen wäre meine Idee oder eine meiner Ideen zum Beispiel, euch die Möglichkeit zu geben, auf der ÖH-Website uns anzubringen, uns um einen Termin zu bitten zum Beispiel oder uns hinzuschreiben, bitte, was... dann langsam zum Ende kommen. Ja, was. Uns zum Beispiel auf irgendein Problem, was ihr habt, aufmerksam zu machen, dass ihr mit... Danke, ihr könnt danke, jederzeit danke. Mit uns sprechen, also... Danke, danke. Marcel. Ja, zur Frage Nummer 1 zum neuen Rektor. Ich glaube, das muss man das erst betrachten, wenn der neue Rektor wirklich da ist. Da wird man Gespräche führen müssen. Was will er, was wollen wir, welche Schnittmengen haben wir? Das ist wichtig. Zum Frage 2, die werde ich überspringen, da gehen wir ganz d'accord. Also es ist wichtig, dann haben wir eine Zweiklassen-Studierendengesellschaft, das wollen wir nicht. Aber zum dritten Punkt, also es ist an der Zeit, dass wir diese ideologischen Grabenkämpfe auf ÖH-Ebene endlich beenden. Das gegenseitige Anpatzen, das hilft keinem von uns. Wir müssen nur wirklich gemeinsam agieren mit dem Motto, wir haben zwar alle das gleiche Ziel, aber andere Ansätze. Im Grunde wollen wir alle die Studierenden unterstützen und auf ihren Weg begleiten. Und da hilft es nichts, wenn wir uns jetzt da mit Ideologien oder Ähnlichem beschäftigen. Ob die ÖH eine politische Rolle haben sollte, sehen wir anders. Wir finden es, dass die ÖH eine Zielgruppenvertretung sein sollte, die ihre Zielgruppe vertritt und sich nicht auf Themen fokussiert, die keinen Studierendenbezug haben. In diesem Rahmen hier, ich glaube, ein Kamingespräch, wo man alle in lockerer Atmosphäre was getrunken hätten oder diskutiert hätten über die Themen, wäre vermutlich angebrachter gewesen als eine Podiumsdiskussion in diesem Hörsaal. Jetzt, wo die Kamera weg ist, kann ich es ja sagen. Ich habe vorher schon gefragt, ob man da bitte einen Spritzer reintun kann. Aber wir können sonst im Anschluss ja nur einen trinken. Max und Raffaella. Sie waren zuerst. Okay, ja, bitte. Also, ja, so fair muss man schon sein. Genau, also zur Frage 1, neuer Rektor. Also ich und ein paar andere von meiner Liste, wir waren bei den Rektor-Hearings und fanden sehr interessant, wie die abgelaufen sind und sind von der Wahl des Rektors auch sehr gespannt gewesen und sind jetzt auch gespannt, was das für Konsequenzen haben wird, die man erst im, also erst ab Oktober wirklich dann, wenn die Arbeit beginnt, abschätzen kann. Da ist uns natürlich wichtig, dass wir einfach einen offenen Dialog suchen. Das ist jetzt auch eins unserer nächsten Ziele, dass wir da ins Gespräch treten. Andere Listen haben das ja schon gemacht, was ich an der Stelle echt loben will, das finde ich gut. Pflichtbeitrag überspringe ich, weil habe ich schon alles gesagt. Format für Diskussion, das fand ich sehr, sehr interessant, weil das war einer der Gründe, warum sich Lux überhaupt gegründet hat. Wir haben uns auch gedacht,
dieser ganze Parteienproporz, ist der überhaupt notwendig in der ÖH, wenn es doch eigentlich um was ganz was anderes geht und doch eigentlich Realpolitik an einer Uni vor allem bei der Studienvertretung nichts zu suchen hat. Deshalb haben wir eben eine Liste gegründet aus Leuten, die eben alle in der Uni arbeiten, also in den verschiedensten Positionen, die Studierenden vertreten und dadurch eben schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht haben, was eben die Studierenden wirklich interessiert. Und ich denke, das ist der richtige Weg, das auch weiter zu verfolgen. Danke. Jetzt aber. Also Max, zuerst einmal auf die Rektorfrage einzugehen. Ich glaube, es wurde schon mehrfach gesagt, natürlich muss man mit dem neuen Rektor zusammenarbeiten und ich glaube, das ist jetzt auch eine ganz große Chance, in vielen Bereichen etwas voranzubringen, besonders in der Digitalisierung von Vorlesungen, dass man da Livestreams einführt. Ich glaube, gerade jetzt, wo ein neuer Rektor da ist, haben wir jetzt die einzigartige Gelegenheit, dort in diese Richtung wirklich Fortschritte zu erzielen. Dann möchte ich zuerst ganz kurz auf die dritte Frage eingehen. Ich denke mir, natürlich sind verschiedene Ideologien können zu einem Problem werden, wenn man sich fast gegenseitig bekriegt, aber ich glaube, das ist bei uns ja hier nicht der Fall und da kommt so einer der großen Vorteile jeder Demokratie zu tragen, nämlich der Wettstreit der verschiedenen Ideen. Und nur so können wir gemeinsam das Beste für die Studenten herausholen, wenn wir uns zusammensetzen, über verschiedene Lösungsansätze reden, diskutieren und dann zusammen und dann daraus das Beste herausfiltern. Und ich glaube, das ist schon auch ein großer Vorteil, den die ÖH in Salzburg hat, dass die verschiedenen Spitzenkandidaten und die Personen, die bei der ÖH sind, gut miteinander arbeiten können. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, den wir haben. Und ich hoffe auch, dass wir das weiterhin haben werden. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt im Wahlkampf da nur positive Erfahrungen mit den anderen, mit den Vertretern der anderen Fraktionen hatte. So, und jetzt noch... Ist die Zeit aus. So schaut's aus. Okay. Kann man nichts machen, wir müssen nachher bilateral klären. So. Ja, du hast auch schon. Ja. Dominik und Hande, genau. So. Genau. Wer mag zuerst? Ja, Dominik. Ich fange an. Also gerade was die Zusammenarbeit der Fraktionen betrifft, also wenn es um sinnvolle Themen geht, die Studierenden betreffen, die Studierenden weiterbringen, gerade eben auch bei der Digitalisierung, bei den Öffi-Tickets, dann sind wir natürlich als RFSA sehr gerne bereit, da Gespräche zu führen und mitzuarbeiten. Bezüglich des Rektors stimme ich im Endeffekt an Tobias auch zu, es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir sie mit dem Rektor treffen. Wir werden es auch machen und wir werden auch über unsere Anliegen sprechen. Also gerade auch im Bereich der Digitalisierung hinkt die Universität Salzburg seit langem eigentlich schon hinterher und da könnte man im Endeffekt einen Neustart wagen, indem man das Ganze weiterbringt und den Fortschritt auch auf der Uni Salzburg einkehren lässt. Zur Frage 2, zu den Zwangsbeiträgen. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, die Zweiklassengesellschaft, die wird es nicht geben. Die speziellen Services, die können natürlich dann die Studenten in Anspruch nehmen, die auch Mitglied sind. Es wird auch ein Service natürlich eher online dann über die Homepages etc. für die anderen Studenten geben, die nicht Mitglied sein wollen. Und eben dieses Wollen ist genau der Punkt. Wenn ich nicht Mitglied sein will und keinen Anspruch in Service nehmen will, warum soll ich dann dafür bezahlen? Auf der anderen Seite, wenn man das Geld für sinnvolle Sachen benutzt, dann ist doch jeder gerne Mitglied. Danke. Hande, bitte. Dankeschön. Also in Bezug auf den neuen Rektor, es ist so, wir waren auch bei den Hearings dabei. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt, da wurde eine Mail ausgesendet, dass da die Studierenden nicht hin durften. Das wurde uns verboten, also den Studierenden, aber wir als Fraktion durften drin sein. Jedenfalls haben wir uns das angehört und wir sind eigentlich ziemlich optimistisch. Er wirkt toll, nett, sage ich mal so. Ich weiß aber auch selbst nicht sehr viel über ihn, deshalb, das wird dann erst sich herausstellen, wenn er dann wirklich zum Arbeiten anfängt. Zur Frage 2, das Zweikassensystem, ob es das geben wird, irgendwas wird es geben, es muss sich irgendwas ändern natürlich und es wird finanziell auch Probleme geben, weil die Uni muss sich dann umstellen und dann wird es auch bürokratische Probleme geben, weil man ja sich anmelden kann für die Vorlesungen, wenn man den ÖH-Beitrag erst einzahlt.
Deshalb, das irgendwie auseinanderzuhalten, wird problematisch und das sind auch Menschen, die da an der Uni arbeiten. Das auseinanderzuhalten mit den ganzen Akten wird kompliziert. Also finanzielles Problem und auch wahrscheinlich im Büro ein Problem werden. Und zur Podiumsdiskussion und ob das so passt, deiner Frage war das. Also ich persönlich finde, dass es auch ein riesen Nervositätsfaktor ist, dass ich jetzt hier gerade sitze und mit euch so rede. Ich würde lieber draußen im Café mit euch sitzen oder hier vorne und mit euch quatschen mit einem Spritzer in der Hand. Aber darf ich fertig reden? Einen Satz. Okay. Aber momentan ist es so, aber vielleicht kann man ja in den nächsten 2 Jahren was daran ändern. Ein schöner Abschlusssatz, glaube ich, aber wir machen noch eine Runde mit 3 Fragen und dann zur Beantwortung und dann kriegen wir alle den Spritzer, auf den wir schon warten. Es sind genau 3. Ja. Der Alex hat gesagt, die Frage ist bestellt. Also. Nein, die Frage ist nicht bestellt, die ist für dich auch vielleicht bestellt. Also mein Name ist Alexander Schley, ich bin jetzt im Vorsitzteam mit den anderen und ich habe eine Frage, die ich gerne in 30 Sekunden von allen beantwortet hätte. Wie stellt ihr euch einen typischen Tag im Vorsitz der ÖH-Uni Salzburg vor? Eine das gute Frage. Großartig, danke. Könnte sie beantworten. Ja, mach mal. Dein Lieder. Meine Frage wäre auch in 30 Sekunden eigentlich machbar. Okay. Und zwar, wer von euch Erfahrungen hat in der ÖH, sei es auf STV, FV, UV, Ebene, KUKU, Senat, I don't know. Und wie euch das vorstellt, wie das wirklich abläuft, weil das doch sehr viel Tagesgeschäft mit einnimmt. Danke sehr. Dann die 3. Frage noch. Ja, ich wollte der Kollegin von vorhin mit der Frage nur ein bisschen widersprechen. Also es sind heute keine ideologischen Grabenkämpfe mir persönlich aufgefallen. Ich finde, es war eine sehr anspruchsvolle Diskussion und man hat den gemeinsamen Willen gesehen. Aber mich würde nur interessieren, von jedem von euch zu hören, wer von euch am ehesten jetzt auch als Koalitionspartner in Frage kommen würde und warum. Wieder sehr 3 gute Fragen. Also wenn es für euch passt, darf man nicht die 30 Sekunden einzeln stoppen, sondern es gibt wieder in Summe pro Person 1 Minute 30. Also hat jeder 30 Sekunden für jede Frage Zeit. Wer möchte beginnen? Na, irgendwer muss anfangen. Ja, Marcel. Also auf deine Frage, Alex, hin. Also ich stelle mir einen Tag ziemlich lang mit vielen Anfragen vor, dass es viele Studierenden gibt mit Fragen, die man beantworten sollte. Und es ist sicherlich kein einfacher Job. Zur anderen Frage, Vertretungsebene. Ich habe bis jetzt keine Erfahrung auf dieser Ebene, auf der Hochschulschaftsebene, aber ich kann auch Erfahrungen im Bereich der Landesschülervertretung als Landesschulsprecher und in der Bundesschülervertretung vorweisen. Und letzte Frage zum Koalitionsfrage, es ist die wahrscheinlich wohl interessanteste Frage. Also jetzt zu sagen, wenn man Koalition bilden möchte, wäre für mich jetzt Kaffeesudleserei. Da muss man die nächste Woche abwarten, wie jetzt die Mandatsverteilungen aussehen werden und dann wird man natürlich mit allen Fraktionen Gespräche führen müssen. Aber jetzt zu sagen, man würde jetzt mit einer Koalition bilden oder mit dem, das wäre jetzt unrichtig. Natürlich gibt es mit der einen oder anderen Fraktion eine größere Schnittmenge als mit der anderen. Aber jetzt dezidiert zu sagen, jetzt schließen wir wen aus oder nicht, das wäre erst nach den Sondierungsgesprächen oder Koalitionsgesprächen. Danke sehr. Dominik? Möchte gleich mal auf die 2. Frage antworten. Ich bin als Studienvertreter am Juridikum tätig. Allerdings unpolitisch, ohne politisches Couleur. Auch deswegen bin ich für die Abschaffung des allgemeinpolitischen Mandats. Eben auf der Studienvertretung am Juridikum gibt es keine parteipolitischen Zugehörigkeiten bzw. keine Umsetzung dieser und es funktioniert wunderbar. Es ist eine tolle Servicepolitik und in diesem Sinne möchte ich mich natürlich auch gerne bei meinen Kollegen bedanken. Um auf den 3. Punkt anzuwarten. Wir schließen keinen dezidiert aus. Wenn im Endeffekt die Belange der Studierenden ernst genommen werden, sind wir natürlich bereit, in jeder Hinsicht mitzuwirken. Zum 1. Punkt, den der Alexander Schleyer gefragt hat, der typische Tag im Vorsitz der ÖH wird für mich vermutlich so aussehen, ich würde in der Früh aufstehen, frühstücken tue ich nicht, würde meine eigenen Sachen auf der Uni erledigen und mich dann um die Belange der Studierenden kümmern.
Danke. Raffaela, Kea, wer mag zuerst? Ach, mach du. Okay, passt. Kea, bitte. Ich schließe mich in den meisten Punkten dem Marcel von der AG an und ich möchte mit der ersten Frage beginnen. Ich sehe den typischen Tag im ÖH-Vorsitz, denke ich, deutlich weniger lax, als der Dominik das tut. Ich weiß aus Berichten vom derzeitigen Vorsitzteam, dass es ein extrem stressiger und extrem arbeitsintensiver Job ist. Ich und auch wir als Doppelspitze sind aber bereit dafür und wissen, dass wir das können. Also ich weiß, es geht um sehr, sehr viel bürokratischen Aufwand. Es geht darum, Sitzungen vorzubereiten, die Referate zu koordinieren. Also es sind extrem viele Aufgaben, die auf einen zukommen. Und ich denke, daher habe ich vom Aufwand, der auf mich zukommen könnte, ein sehr gutes Bild. Selber Erfahrungen in der ÖH habe ich nicht. Ich war lustigerweise, wie auch der Marcel, Schülersprecherin bei mir in der Schule. In der GRAS generell haben wir aber sehr, sehr viel Erfahrung. Also wir sind ein sehr gutes Team, was gemeinsam arbeitet und wir haben mehrere Mitglieder, die selber in STVen vertreten sind. Wir haben mehrere Mitglieder, die selber schon mal in der ÖH oder in der UV vertreten waren und daher kann ich auf diesen Schatz an Informationen und an Erfahrung zurückgreifen. Ich möchte mich ähnlich zu den potenziellen Koalitionspartnern äußern, wie auch meine Mitbewerber zuvor. Das kann man so derzeit nicht sagen. Das sind einfach Dinge, die in Verhandlungen so besprochen werden müssen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir mit dem VSSTÖ eine sehr, sehr gute Koalition hatten. Sehr konfliktfrei. Es war eine gute Zusammenarbeit in meiner Wahrnehmung. Aber was in der Zukunft kommt, werden wir dann sehen. Danke sehr. Also eine zukünftige Kooperation zwischen RFS und GRAS ist noch nicht ausgeschlossen. Stelle ich fest, habe ich gehört. Raffaela, bei dir würde ich vielleicht nur eine Frage anschließen, die ich mir im Vorfeld auch gestellt habe. Da ihr nicht auf Bundesebene kandidiert, wird es von eigene Wahlempfehlung für eine Fraktion auf Bundesebene geben. Okay, dann beantworte ich die Frage zuerst. Also wir von Lux, ja, das stimmt, wir sind nicht auf Bundesebene aktiv und dementsprechend sprechen wir auch keine Wahlempfehlung dafür aus. Also jeder ist in der Lage, sich seine eigene Meinung zu bilden und das sollte auch jeder wahrnehmen. Man sollte natürlich seine Entscheidung gut treffen aber jetzt mal zu den Fragen aus dem Publikum. Also typischer Tag in 30 Sekunden. Also ich schätze mal, dass es damit anfängt, dass man den Anrufbeantworter abhört und sich dann alles aufschreibt, was einem da gesagt wird. Dann wird man wahrscheinlich die Anfragen beantworten müssen, die einem gestellt werden. Oftmals kommen ja auch von den Oppositionsparteien, also von den Oppositionslisten, Entschuldigung, Anfragen, die man beantworten muss, aber auch Probleme, die vielleicht in den Referaten auftreten. Und wenn man dann natürlich noch einen ganz vollen Tag hat, hat man am Ende vielleicht des Tages noch eine UV-Sitzung. ÖH-Erfahrung, also ich persönlich bin in der STV Psychologie und bin da Ansprechperson vor allem für den Bereich der Veranstaltung, sitze aber auch in der Curriculumskommission und in der Berufungskommission, wo momentan auch die über den neuen Lehrstuhl für kognitive Psychologie verhandelt wird. Des Weiteren haben wir noch Leute, die Vorsitze in der STV COVI sind, im Beratungszentrum arbeiten, Vorsitz der STV Informatik, aber auch in den Fakultätsvertretungen aktiv sind. Ich schätze mal, Koalitionsfrage soll ich jetzt trotzdem beantworten. Ganz kurz. Also grundsätzlich haben wir Ansprüche, also Bedingungen, die wir natürlich stellen und erfüllt haben. Und per se schließen wir natürlich eine Koalition mit dem RFS, der von der FPÖ finanziert wird, aus. Also das kann ich hier ganz klar sagen. Eine klare Antwort. Max. Gut, dann fange ich gleich mit der Koalitionsfrage an. Ganz grundsätzlich ist es uns natürlich am wichtigsten, dass wir unsere Inhalte durchbringen. Deswegen schließen wir grundsätzlich die Koalition nur mit den RFS aus, weil wir nicht sehen, dass da vernünftige Koalition möglich ist. Das wird nicht funktionieren. Gut, dann die Frage, welche Erfahrungen ich habe. Ganz grundsätzlich, ich habe Erfahrung in der Landespolitik. Ich war 8 Monate dort angestellt, habe da gemacht, war in der Gemeindepolitik tätig und seitdem ich Vorsitzender der Junior Studierenden geworden bin, war ich bei jeder UV-Sitzung, glaube ich, anwesend. Zwar nur als
Zuhörer, aber ich, um da schon erste Erfahrungen zu sammeln, weil es mir wichtig ist. Und aus meiner Erfahrung aus der Landespolitik, was da so los ist, glaube ich, kann ich das auch relativ gut einschätzen, was bei einer, was auf dem Vorsitz in der OV auf einen zukommt, nämlich das allererste, was man in der Früh macht, dass man gehetzt und voller Panik die E-Mails checkt und sieht, ob irgendwo, ob man irgendwas was vergessen hat, und dann natürlich der Kontakt mit den Studierenden, die UV-Arbeiten, all das kommt zusammen. Ich weiß, dass es ein extrem anspruchsvoller Job ist, der ein geregeltes Studium nebenbei sehr, sehr schwer macht. Kann ich bestätigen. Hande. Also, ich stelle mir meinen Tag im Vorsitz. Entschuldige. Ich stelle mir meinen Tag im Vorsitzteam genauso vor, wie es gerade bei Alex abläuft, weil ich mir das die letzten Monate angeschaut habe, seit ich weiß, dass ich Spitzenkandidatin bin, seit sie mich gefragt haben, ob ich Spitzenkandidatin sein möchte, habe ich mir das ganz genau angeschaut, um Erfahrung zu sammeln. Und mein Tag läuft wahrscheinlich mit, ich stehe auf, sehe meine Mails, es sind zu viele Mails, ich muss ins Büro und mich mit den Koalitionspartnern absprechen, was wir jetzt, wer was macht und wie das jetzt alles abläuft, und mich um die Referate kümmern. Das werden wir uns sicher gut aufteilen können, solange ein gutes Klima in der ÖH herrscht, und dann wird auch die Arbeit gut funktionieren. Und Koalitionspartner, also zur Erfahrung, ich glaube, das ist jetzt allen klar, was ich mit Erfahrung gemeint habe, die 6 Monate, wo ich mich berieseln lassen habe, immer von der ÖH und von dem Team und auch von den Faustern. Und Koalitionspartner, ich glaube, ihr habt das auch schon in der Diskussion gemerkt, wen ich ausschließen würde. RFS natürlich, weil wir kommen nicht unbedingt gut miteinander klar, obwohl ich nichts gemacht habe. Aber ja, kurz und bündig, das war's. Danke. Ja, vielen Dank für die rege Diskussion und auch an das Publikum für die faire Diskussion. Es war, glaube ich, für uns heute mal spannend, das von der anderen Seite zu sehen, weil normalerweise sitzen wir da und werden mit Fragen gelöchert. Mir hat es total viel Spaß gemacht, und ich habe noch abschließend einen Appell. Jeder, der heute da war, bringt mindestens 5 bis 10 Leute zur Wahl, damit die Wahlbeteiligung gesteigert wird. Ich darf selber nicht mehr wählen, aber ich werde auch motivieren. Und mancher darf ich selber auch noch wählen. Ja, ich bin nur Jus inskribiert, ich darf nur wählen. Ja, vielen Dank für die rege Diskussion. Ich glaube, es war ein sehr informativer Abend, es war fair, es war ausgewogen, es war informativ und gut. Heute Mittag sind wir gerade noch beim Schülerinnenparlament quasi dort gesessen, jetzt haben wir es moderiert. Ich hoffe, es ist uns halbwegs fair gelungen, sodass jetzt niemand bevorzugt oder benachteiligt worden ist, und vielleicht, weil der Spritzer schon angesprochen worden ist, ein paar haben sich ja schlauerweise ein Bier mitgebracht. Vielleicht gehen wir nachher noch wohin. Schönen Abend. Schönen Abend. Ja, danke für die gute Diskussion.